Prime, ganz, ganz wichtig, oder? Ich glaube, Leontin mag sogar alle Sorten, die hier stehen. Leontin feiert doch richtig Basketball. Ja, das stimmt. Oh, boah, da hat er mal einen richtig dicken Basketballkorb. Oh mein Gott, schau dir das mal an. Die ist einfach Gold. Oh mein Gott, Alter. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und zwar gibt es heute ein ultra krasses Special-Video, denn heute hat mir tatsächlich die Freundin von Leontin geschrieben, die auch aus seiner Klasse ist, und zwar Tessa, Leute. Tessa hat mir geschrieben, dass Leontin aktuell krank ist und deswegen sie ihn aufmuntern will. Und sie hat mich eben gefragt, ob ich ihr helfen kann dabei. Und ich habe natürlich gesagt, klar, das werde ich auf jeden Fall machen für Leontin. Ich werde jetzt gleich Tessa abholen und mit ihr dann Leontins Lieblingsprodukte und ultra krasse Sachen kaufen, um ihn aufzumuntern, Leute. Bin richtig gespannt, was wir alles heute finden werden. Lasst mal einen fetten Like da und ein kostenloses Abo, Leute. Schaffen wir jetzt die 2 Millionen Abonnenten. Würde mich ultra freuen. Und ganz wichtig, Leute, checkt auf jeden Fall am 29.12. um 18 Uhr den neuen Burger Pommes Silvester Merch ab. Jeder bekommt auf jeden Fall einmal den Hoodie dazu, Leute, in allen möglichen Farben und Größen. Dann natürlich die handsignierte Autogrammkarte. Außerdem bekommt jeder diesen ultra geilen 2024 Jahreskalender dazu, Leute. Alter, ihr seht auf jeder Seite, bin einmal ich, Marvin und Leontin. Auch der orangene Lambo ist natürlich öfters dabei. Ich zeige euch noch eine zufällige weitere Seite, Leute. Komm, wir nehmen einfach mal die hier. Und oh mein Gott, ihr seht schon eine riesen Burger Pommes hier im März. Ne? Und wir fetzen hier auf jeden Fall natürlich Takis und so weiter weg, Leute. Richtig geiler Kalender, den gibt es auch dazu. Allerdings streng limitiert auf 1000 Stück. Also Leute, ich bin jetzt zu Tessa unterwegs. Ich bin sehr gespannt, wie sie es finden wird, was sie für Ideen hat für Leontin. Ja, natürlich dann auch, wie Leontin reagieren wird, Leute. Ich würde sagen, wir fahren jetzt auf jeden Fall einfach mal, wie gesagt, zu ihr hin. Und dann besprechen wir gemeinsam unsere Ideen für Leontins Geschenk. Let's go, Leute. Okay, Leute, ich habe jetzt auf jeden Fall Tessa abgeholt. Erstmal, wie geht's dir? Gut. Genau, und nochmal für die Zuschauer, die haben dich ja bisher nur einmal in einem Video so ein bisschen gesehen, aber du hast dich noch gar nicht vorgestellt. Wie heißt du und wie alt bist du? Ich heiße Tessa, ich bin 8 Jahre alt. Genau, und du bist ja bei Leontin in der Klasse auch, richtig? Ja. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt auf jeden Fall los. Du hast gemeint, dass wir ja Leontin so ein bisschen aufmuntern. Ja. Okay, wo sollen wir als erstes hinfahren? In den Rewe. In den Rewe? Ja. Ja, okay, machen wir. Dann let's go, ne? Ey, Leute, wir sind jetzt hier gerade am Rewe und Alter, einer hat hier einfach den Lambo-Merch und die Trinkflasche am Start. Moin! Alter, richtig Ehre. Du bist ein Ehrenmann. Und Jungs, wir haben noch ein paar weitere Zuschauer getroffen. Hallo, und hallo! Genau. Alle mal gute Besserung an Leontin. Gute Besserung, Leontin. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt aber mal rein, ne? Ja. Und dann schauen wir mal, was wir finden werden. Let's go. Okay, boah, da waren ja richtig viele. Kennst du die? Ja, die sind meiner Schule. Ah, Leute, hier alle versammelt hier aus der Schule. Wir gehen jetzt einfach mal zum Süßigkeiten am besten, oder? Was meinst du? Ja, oder? Mhm. Weißt du, was Leontin ungefähr so mag? Ich glaube auch Prime. Es gibt ja auch Prime und Takis. Ja, Prime und Takis. Und auch Schokolade mag er, ne? Ja. Genau, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal zur Schokolade. Moin, was geht, na? Gut, und bei dir auch? Ja, bei mir auch. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal als erstes, guck mal hier zu den Takis, oder? Mhm. Okay, dann schau mal, was glaubst du, was feiert Leontin so? Blue Heat. Blue Heat, oder? Ja. Man muss dazu sagen, Zombie-Takis mag Leontin gar nicht und die auch nicht, weil die nach Käse schmecken. Ja. Das weißt du auch ganz genau. Ja, und Guacamole mag der auch nicht so, glaube ich. Die Gurken auch nicht. Dann komm erstmal mit. Ich würde sagen, wir gucken nochmal nach Getränken für Leontin, oder? So, guck mal, hier sind noch ein paar. Was glaubst du, was mag er hier? Ich glaube auf jeden Fall das blaue Calypso. Das blaue Calypso auf jeden Fall. Okay, so Tessa. Prime, ganz, ganz wichtig, oder? Ich glaube, Leontin mag sogar alle Sorten, die hier stehen. Dann lass einfach jede Sorte einmal nehmen. Ganz wichtig, Leute. Jede Prime-Sorte hier. Oh, das ist schwer. Oh, ist schwer. Komm, ich nehme das mal ab. Und Gönnergy mag Leontin tatsächlich auch. Der darf immer nur so ein ganz bisschen trinken, weil es ja Energy ist, aber er mag das. Ich glaube, ich nehme blau. Blau, ne? Ja. Leute, wir nehmen blau für Leontin. Richtig geil. Und dann auch in die Schokoladenabteilung, oder? Ja, ich weiß, wer die ist. Okay, du weißt genau, welche Schokolade er mag, oder? Ja. Okay, dann let's go. Die Nutella Biscuits. Ja. Ja, die, ne? Okay, Leute, die Biscuits einmal. Ich würde sagen. Nein, die sind nicht zu teuer. Für Leontin ist uns kein Geld zu schade. Komm, dann nehmen wir dieselben Produkte, aber teurer für Leontin. Dann würde ich sagen,
Machen wir mal weiter. Ich kann den Zuschauer sagen, wo wir hingehen. Ja, das stimmt. Auch zu Smith Toys gehen wir. Ja, und guck mal. Ja, das war Power Red, ganz wichtig, ne? Das ist Leontins fast Lieblingsgetränk. Paul Berger Limo auch. Bleibt. Ja, das stimmt. Oh, hier ist richtig viel Schokolade. Ich glaube, wir nehmen die große. Die große, ne? Groß. Milka Max. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal zur Kasse. Sind wir mit dem ersten Laden fertig. Mal schauen, wo es gleich hingeht. Sie hat ja schon mal gesagt, zu Smith Toys, ne? Ja. Okay, let's go, Leute. Okay, Tessa, wir sind jetzt bei Smith Toys in Mannheim am Start. Und das ist das allererste Mal, dass du hier bist, oder? Ja. Richtig geil. Und wir haben hier schon einen Einkaufswagen, den Smith Toys Einkaufswagen. Und jetzt schauen wir mal, was wir für Leontin finden, oder? Wir müssen hier einmal rein zum Eingang. Hast du schon eine coole Idee vielleicht für Leontin? Weißt du schon? Ja. Okay, willst du für Leontin in die Lego-Abteilung? Ja. Okay. Was glaubst du, was gefällt Leontin hier sehr gut? Glaube. Also Leute, wir haben hier ganz, ganz viel Auswahl. Schau mal, meinst du, der findet so einen Helikopter geil? Der ist ja auch schon mal Helikopter geflogen. Lass den mal nehmen, oder? Okay. Okay, dann packen wir einmal hier den Helikopter ein, Leute. Boah, der ist richtig fett, sage ich euch. Oh mein Gott. Alter, 350 Euro so eine Achterbahn. So Leute, einmal rein damit. Boah, so ein Ferrari? Komm, pack ein. Das feiert Leontin auch bestimmt. Und boah, guck mal, da ist noch ein Lamborghini in grün. Wie der Mini-Lambo damals. Den nehmen wir auch, oder? Ich möchte... Das hat mein Bruder. Alter, ist das schwer. Hilf mal. Boah, der ist richtig schwer, ne? Der ist auch Lego-Technik. Und er läutert, das ist auch sogar ein Lamborghini Huracan. So ähnlich wie meiner. Meiner ist auch ein Huracan. Lass mal schon mal in die andere Abteilung. Ja. Zu Nintendo Switch und so, oder? Drin? Genau, ganz rechts. Ja. Ey, Leute, Leontin wird es bestimmt so freuen, oder? Und was denkst du? Ja, Süßigkeiten natürlich auch noch. Okay, Tessa. Also, schau mal. Hier haben wir ganz, ganz viele verschiedene Konsolen und so. Guck mal hier. Und was glaubst du, was gefällt Leontin hier? Ja, ein Spiel auf jeden Fall, oder? Ich glaube, er feiert so gern Fußball, weißt du? Fußball, ja, das stimmt. Diesen. Oh ja, das neue FIFA 24, das ist geil. Das ist eine gute Idee. Es gibt der pinke Nintendo. Pinke Nintendo gibt's auch, ja. Aber ich glaube, Leontin würde eher nicht... Blau. Ja, ich glaube auch blau eher, oder? Ich glaube, die Nintendo Switch Lite hat er auch noch gar nicht. Dann lass die mal nehmen in blau. Ich nehme noch ein. Okay, noch ein Spiel? Ja, noch ein okay. Spiel. Was glaubst du, was findet er auch noch cool? Er feiert doch Pokémon, oder? Ja, Pokémon findet er auch cool. Oha, ey, das ist, glaube ich, eine richtig gute Idee. Und weißt du, was ich auch noch für eine Idee habe? Was? Leontin feiert doch richtig Basketball. Ja, das stimmt. Ja, Leontin ist ja auch im Basketballverein und deswegen, ich würde sagen, wir können mal hinten gucken, so einen riesen Basketballkorb oder so, oder? Das passt doch nicht da rein. Doch, das kriegen wir hin. Oh, so eine Tasche, ne, für die Nintendo Switch. Ja, komm, nimm die noch mit. Ich nehme die da. Die ist geil mit Pikachu und Dragoran. So, Tessa, du hast jetzt noch was gefunden. Ja. Hier gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Guck mal, und auch Funko Pops, richtig viele, diese Figuren. Was? Er feiert bestimmt Funko Pops. Ich glaube auch. Die hier willst du? Ja. Einfach mal so ein Schwein oder so, richtig geil, mit so zwei Säbeln oder so. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ich nehme Pikachu. Boah, das ist sogar Baby-Pikachu, der ist richtig süß. Ja, er ist sehr süß. Ja, ich glaube, das wird Leontin auch feiern. Ich glaube, Anton feiert er auch sehr. Lass nochmal Anton nehmen, oder? Oha, es gibt den bösen Pikachu. Alter, böser Pikachu, den müssen wir auch nehmen. Ja, der ist sehr süß. Komm, cool. Die nehmen wir alle, die vier, für Leontin. Der wird sich bestimmt freuen, Leute. Okay, auf geht's. Jetzt würde ich sagen, zu den Basketballkörben, oder? Ja, jetzt. Warte, stopp. Ja. Er spielt manchmal doch... Ja, Minecraft, oder? Ja, Minecraft spielt er. Dann seh dich mal so an. Boah, das ist eine richtig gute Idee. Das wird er richtig cool finden. Boah, richtig geil. Dann würde ich sagen, auf geht's zu den Basketballkörben. Ich glaube, Tessa ist gerade überwältigt von den Smith Toys. Guck mal, hier sind die Basketballkörbe. Und den packen wir jetzt in den Wagen ein, ne? So, halt mal. Dann kannst du mich mal so filmen. Ich pack den jetzt einfach ein. Boah, ich krieg's nicht hin. Boah, das ist doch zu schwer. Wir müssen einen anderen nehmen. Ja, wir müssen doch einen anderen nehmen. Wir gucken mal hier. Guck mal, das ist, Alter, das ist einfach die Verpackung von diesem Basketballkorb. Warte, ich probiere noch mal, ob ich das heben kann. Oh, boah, da hat der Mann einen richtig dicken Basketballkorb. Ui, ui, ui. Boah, Leute, ich krieg das kaum in den Einkaufswagen, ey. Er ist bestimmt zu groß. Boah, der ist richtig fett, ey. Also Leute, ich glaube, es wird doch der hier, der ist auch genauso groß, ihr seht es. Und der ist ein bisschen leichter. Ein bisschen größerer. Ja, also nicht ganz, also ja, doch von der Höhe. Komm, dann würde ich sagen, komm, den nehmen wir, den kannst du mal halten. Ah, oh, nee, das geht schon deutlich besser. Das ist leicht, weil es auch nicht so groß wie das andere. Okay, dann würde ich sagen, wir kaufen die Sachen jetzt für Leontin. Let's
Oh, Leute. Okay, Tessa, wir sind jetzt bei einem richtig geilen Automaten. Leute, es gibt hier so viele verschiedene Sachen. Oh mein Gott, das ist eine richtig seltene Takis-Sorte. Siehst du die? Takatrin. Die sind ultra, ultra, ultra selten. Ich würde sagen, was meinst du, was sollen wir erstmal für Leontin holen? Die Nummer 18. Die Nummer 18, also die seltenen Takis, ne? Ja. Okay, das machen wir. Also Leute, einmal hier 10 Euro rein. So. Oh mein Gott, schau mal, die Nummer 18. Boah, zeig die mal. Boah, die habe ich noch nie probiert, ohne Witz. Richtig, richtig krass. Wenn wir es ihm geben, dann können wir sie ja essen. Genau, wir stellen die erstmal hin. Was willst du noch für Leontin? Also ich glaube, er feiert sehr, sehr gerne die Nerds. Nerds, ja. Okay, dann nehmen wir nochmal die Nummer 28. Wow, zack. Und da sind die Nerds nochmal für Leontin. So, ich glaube, er feiert die richtig, ne? Die Mr. Beast Schokolade. Sollen wir die ihm kaufen? Ja. Okay, dann die Nummer 20, ne? 5 Euro. Okay, die ist ey. Dünn. Ja, die ist richtig dünn, ne? Ja. Also wir haben einmal die Mr. Beast Schokolade, seltene Takis und Nerds für Leontin. Glaubst du, er freut sich? Ja, er freut sich sehr, sehr, sehr auf die Nerds und die Takis. Ja. Das muss ich glaube auch. Er hat sie schon mal gegessen, aber das dann noch nie. Ja, der hat noch nie diese Takis probiert. Leute, ich würde sagen, auf zum nächsten Laden für Leontin. So, Tessa, wir sind jetzt hier vorm Uncle Woody's in Ludwigshafen und du darfst jetzt auf jeden Fall für Leontin einige Sachen aussuchen. Was glaubst du, worüber würde er sich freuen? Oha, Nerds Ropes. Okay, dann nimm erstmal direkt ein paar Stück mit hier. Richtig geil. Dann weiter geht's. Die mag er auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Oh ja, die mag er, ne? Die Getränke, die tut er immer so aufdrücken. Das hier? Okay, ja. Lass mal das nehmen und vielleicht noch so eins, ein grünes, oder? Ja. Nehmen wir mal zwei davon. Das ist von China. Ja, genau. Takis, auf jeden Fall Takis, Leute. Ganz, ganz wichtig. Boah, ich glaube, die Blue Heats sind sogar gerade ausverkauft, ne? Blauen gibt's einfach nicht. Ich glaube auf jeden Fall... Von denen, die da sind, mag er die Crunchy Fajitas. Oh ja, pack mal alle ein hier. Zack. Oh, let's go. Auf nach vorne damit, Leute. Let's go. Guck mal, hier gibt es auch noch ein paar Sachen. Was meinst du, was mag er hier noch? Ja, Sour Patch. Immer gut, immer gut. Und ich würde sagen... Guck mal hier. Ja, guck mal da. Bei den Getränken, ne? Mountain Dew. Ja, komm, nimm mit. Mountain Dew nehmen wir. Blaue Fanta nochmal und noch ein Mountain Dew. Sehr, sehr gut. Nehmen wir mit. Und wenn... Guck mal, sollen wir... diesen 5 Liter Eimer Arizona nehmen für Leontin noch. Der ist krass, ne? Leute, 5 Liter Arizona nochmal hier. Boom. Oh, Prime Ice Pop. Ja, komm, das können wir auch nochmal mitnehmen, Ice ne? Pop. Sehr, sehr gut. Okay, glaube, meinst du, schau mal, hier gibt es noch so eine ganz besondere Gurke. Ich glaube, das mag er nicht so, aber wir pranken den ein bisschen, oder? Ja. Sollen wir noch die Warheads Gurke mitnehmen? Okay, pass auf, dass du nicht umfliegst hier. Okay. Dann auf. Die saure Gurke, damit er sich auf jeden Fall freuen. Dann packen wir das mal einfach ein für Leontin, oder? Mhm. Let's go, Leute. Habt ihr jetzt noch was richtig Seltenes? Ja, lass mich mal überlegen. Im Lager haben wir noch was richtig Seltenes. Oha, okay. Ich bin mal gespannt. Kannst du mal holen, was das ist? Das haben wir ganz neu und exklusiv. Oh mein Gott. Alter, es ist einfach eine Prime Cap. Und das ist so ein Oberteil. Das ist ein Shirt. Oh mein Gott. Alter, mit KSI, Logan Paul, mit dem... Kampfdaten. Ey, das ist, glaube ich, richtig selten. Hier auch so gestickt, glaube ich. Oh mein Gott, okay. Wie viel gibt es davon? Weißt du das auf der Welt? Nur einmal. Nur einmal? Genau. Oh mein Gott, ey, das brauchen wir unbedingt, oder? Ja. Okay, das nehmen wir, egal was es kostet. Okay, Tessa, wir sind jetzt noch beim Mediamarkt in Ludwigshafen. Ihr wisst, der beste Mediamarkt. Kommt alle hier hin und jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch was für Leontin finden, oder? Ja. Let's go. So Leute, wir waren jetzt hier gerade im Markt und wir sollen jetzt auf jeden Fall hier dem Mitarbeiter folgen ins Lager, weil dort gibt es wohl eine extrem seltene PS5-Tessa. Ich bin mal richtig gespannt, wie die aussehen wird, oder? Mhm. Ja, soll wohl auf jeden Fall nur an mich verkauft werden. Ich bin richtig gespannt. Let's go. Okay, Tessa, schau mal. Oh mein Gott, wie viele PlayStation 5 hier am Start sind. Es ist heftig, oder? Warst du schon mal in so einem Lager? Das ist richtig krass, oder? Mhm. Und schau mal hier, so ganz viele Nintendo Switches sind hier. Wir sind hier wirklich im Mediamarktlager in Ludwigshafen hier. Richtig geil, ne? Und Tessa, ich würde sagen, ich glaube, hier wurde die schon extra für uns hingestellt. Und ich würde sagen, Leute, natürlich, ich habe die jetzt auch schon bezahlt. Die war richtig, richtig teuer. Ich würde sagen, Tessa, du hältst mal die Kamera und wir schauen mal rein zusammen, okay? Okay. Okay, let's go. Ganz wichtig dazu muss man sagen, die ist limitiert, Leute. Deswegen ist sie eben so selten und teuer. Und eigentlich gibt es die auch gar nicht mehr. Das ist jetzt wirklich eine Ausnahme und die hat halt auch schon, also die wurde auch zurückgestellt und die hat so ein paar Produktionsfehler sozusagen von PlayStation selbst. Deswegen wurde die halt nicht verkauft, ne? Ganz wichtig dazu zu erwähnen. Und oh mein Gott, schau dir das mal an. Wow.
Die ist einfach Gold. Boah, also ihr seht schon, die hat hier so ein paar Produktionsfehler und deswegen durfte die quasi nicht verkauft werden. Aber wie geil sieht die bitte aus, oder? Einfach goldene PS5. Ey, das ist zu krank. Leontin wird so ausrasten. Alter, Leute, bewertet mal. Ganz ehrlich, Tessa, wie findest du die? Gut. Ist krass? Ja. Ey, was glaubst du, Leontin wird komplett ausrasten, oder? Mhm. Auf zur Kasse, Leute. Ey, richtig, richtig krass. Okay, Leute, ihr seht schon, der Mediamarkt ist jetzt geschlossen. Wie gesagt, Ehre, dass ihr Ludwigshafen länger für uns aufgemacht hat. Und wir haben natürlich hier die goldene PS5 für Leontin am Start. Richtig, richtig krass. Genau, wir schauen mal, wann Leontin die ganzen Sachen bekommt, Leute. Let's go. So, Leute, Leontin geht es aktuell noch zu schlecht dafür, dass ich irgendwie zu ihm könnte. Deswegen muss ich ihn jetzt per Videoanruf anrufen. Und dann zeige ich ihm hier die ganzen Sachen, die ich mit Tessa gekauft habe für ihn, Leute. Ich glaube, der wird auf jeden Fall richtig, richtig ausrasten, wenn er das jetzt alles sieht. Und Leute, am Ende werde ich ihm dann auf jeden Fall die ganz seltenen, die ganz seltenen Sachen zeigen. Zum Beispiel hier die Prime Cap, ne? Auf jeden Fall dann das Prime T-Shirt. So, Leute. Und natürlich hier die ganzen anderen Süßigkeiten. Ich leere die jetzt einfach mal aus. Let's go, Leute. Boah, richtig, richtig, richtig geil. Und, Leute, dann haben wir hier auch noch mal Süßigkeiten, ganz viele. Oh mein Gott. Und dann noch die goldene PS5, wie gesagt. Ich mache das jetzt auch noch mal raus und dann sehen wir uns gleich. Okay, Leute, ich rufe jetzt gerade Leontin an per Videoanruf. Hallo? Moin, Leontin. Mach mal Video an. Moin, Leontin. Wie geht's dir? Geht's dir schon ein bisschen besser? Nein. Na, schau mal, Leontin. Weil ich ja weiß, dass du krank bist, ne, habe ich dir so ein bisschen ein paar Sachen geholt, die dich bestimmt freuen werden, wenn du wieder gesund bist. Dann kann ich dir die geben. Also, Leute, auf jeden Fall wünsche ich ihm alle gute Besserung in den Kommentaren. Und ich würde sagen, Leontin, ich zeig dir erstmal ein paar Sachen auf jeden Fall und dann die krasseste Sache ganz zum Ende, okay? Okay, Leontin. Ja. Einmal, schau mal, wir haben dir hier so nice Süßigkeiten geholt, Funko Pops und, geil, oder? Und sogar, guck mal hier, eine richtig seltene Taki-Sorte, Takatrin. Boah, was ist diese Mütze da? Und das ist eine originale Prime-Mütze, wirklich direkt von Prime, also die ist geisteskrank selten. Erstmal schauen wir nochmal weiter hier, wir haben ja noch hier ganz viele weitere geile Süßigkeiten und so weiter für dich, ne? Alle Sachen, die du auf jeden Fall magst. Und jetzt... Lukas? Ja? Du kannst die Gurke behalten. Ja, die war tatsächlich nur ein Prank, die Gurke. Okay, Leontin, bist du jetzt bereit für die krasseste Sache? Und zwar, und 3, 2, 1, goldene PS5! Was? Oh mein Gott, Alter! Schau dir die mal an, Digga. Einfach goldene PS5. Ist geil, oder? Alter! Ja, sag ehrlich, von 1 bis 10, wie sind die Geschenke zum Aufmuntern, weil du krank bist? Die sind richtig cool. Ist krass, ne? Ey, Leontin, auf jeden Fall, ich hoffe auf jeden Fall, dass es dir schon bald besser geht. Tatsächlich, ich hatte ein bisschen Hilfe, muss ich zugeben, bei dem Kauf von den ganzen Sachen. Willst du wissen, von wem? Ja. Ja, Tessa hat mir tatsächlich geholfen. Ja, Leontin, ich hoffe auf jeden Fall, wir werden uns dann bald wiedersehen und ich wünsche noch ganz, ganz gute Besserung und liebe Grüße, ne? Und Leontin, wir hören uns, ne? Wir sehen uns dann ja auch bald. Also Leute, ihr habt es gesehen, Leontin hat sich auf jeden Fall ultra gefreut. Er ist richtig ausgerastet bei der goldenen PS5 und genau, auf jeden Fall lasst einen fetten Like da, kostenloses Abo. Bis dann, ciao, ciao.